Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir haben ja schon einige Male ein Gun-Game gemacht, wo wir gespielt haben, wer trifft, die bessere Waffe bekommt. Heute werden wir es mal genau andersrum machen, und zwar, wer trifft, bekommt die schlechtere Waffe. Und wir fangen halt mit den guten Waffen an und dann geht es halt langsam immer weiter zu den jeweils schlechteren Waffen. Das bedeutet, als allererstes sind hier die elektrischen Gewehre dran, dann kommen hier mal Shotguns, eine gute Pistole, hier der Granatenwerfer, eine schlechte Shotgun, und dann halt die schlechten Pistolen am Ende. Und wer mit der letzten, also der schlechtesten Pistole, den Treffer gemacht hat, der hat dann sozusagen gewonnen. Antreten werde ich gegen Derek. Oh Gott. Wir müssen auch ganz kurz Schere, Stein, Papier machen, um zu entscheiden, wer welche Waffe am Anfang bekommt. Schere, Stein, Papier! 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 Nein! Alter, war das spannend. Okay, geil. Dann kann ich hier direkt mit dem 2000-Schuss-Magazin beginnen. Und Derek bekommt dieses Gewehr hier. Was nicht unbedingt schlechter sein muss. Also, sie sind alle gut am Anfang hier. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr. Ich habe nämlich richtig Bock. Wir ziehen unsere Schutzausrüstung an. Falls ihr noch mehr Airsoft-Videos sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn das Video 3000 Daumen hoch erreicht, drehen wir so schnell wie möglich das nächste Video ab. Also, wir sehen uns im Gulag, denn das ist heute unsere Location. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, das hier ist gar kein Gulag, sondern einfach ein Ghetto. Ghetto könnte man das hier auch nennen. Also, let's go! Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann! Alter, wie bewachsen das hier alles ist. Freunde, ich habe heute meine Sicherheitsschuhe an, Crocs, und ansonsten, wir haben jetzt auch Waffengurte. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, richtig gut. Machen wir erstmal einen Testschutz, oder? Wow, fast schon Headshot. Oh Mann, ey! Oh yeah! Oh yeah, Freunde! Ich werde heute auf jeden Fall richtig abgehen, das sage ich euch, ey. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Mit meinem 2000-Schuss-Magazin, Alter. Fängt der schon direkt heftig an, Alter. Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. Von wo schießt er denn? Voll der Körpertreffer, ja. Ey, meine Oberschenkel haben so verkrampft, ey, gerade eben am Ende. Erste Runde ging an mich. Wir machen das auch übrigens so wie immer. Nach jeder Runde werden die Seiten gewechselt. Ich bekomme jetzt die nächste Waffe und das hier ist diese. Ich bin sehr gespannt. Gehen wir rein in die nächste Runde. So, erstmal auf die andere Seite gehen hier. Ich brauche auf jeden Fall eine aufrechte Position, glaube ich. Erstmal entsichern hier. Die Waffe hier, ich glaube, die ist nicht allzu geil. Naja, ich gebe einfach mein Bestes. Oh, ich muss erstmal entsichern, ne? Bevor ich hier nicht entsichert habe. Oh ja, ich muss vorgehen. Ja! Ich spiele richtig aggressiv. Ah! Oh, ich bin auf irgendwas getreten. Das tat weh, Alter. Oh ja, yeah, die geht ab. Ich glaube, die geht doch ab. Ah, hit. Ah, nein. Du hast sogar zweimal getroffen, ey. Wow, die Runde ging an Derek. Er hat mich leider erwischt. Das bedeutet, er kriegt das nächste Downgrade. Und das ist in diesem Fall diese Shotgun hier. Drei Schuss auf einmal kommen da raus. Wird geladen mit schönen Shells. Puh, ich glaube, manchmal ist es sogar von Vorteil, wenn man eine Waffe überspringt. Naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Gehen wir rein in die nächste Runde. Hier gibt es auch keine Deckung mehr großartig. Ich bleib einfach direkt hier. Na, wenn er jetzt Shotgun hat, sollte ich die Runde doch klar für mich sichern können. Wo ist der überhaupt hin, Alter? Hä? Oh! 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 Der hat auch noch so viel Schuss, ey. Oh, ich muss immer die Position wechseln. Die zieht hier ganz schön nach oben. Das ist echt ein bisschen nervig, dass sie so nach oben zieht. Oh! 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 Oh, komm schon, guck raus, Junge. Guck
guck raus. Oh, das war knapp, Alter. Der hat eine gute Strategie. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe eine Idee, soll ich einfach spüren? Oh, Alter, der hat da rausgeguckt, ey. Was ist mit ihm? Oh, Alter. Ja! Woohoo! Woohoo! Und Derek, woran lag's? Ladehemmung schon wieder. Ja, Mann, er hat das schon gleich vorher gesagt, er wird das nicht hinkriegen. Naja, jetzt wird's wieder fair. Ich bekomme die nächste Shotgun. Diese hier. Und dann gucken wir mal. Shotgun gegen Shotgun. Das wird wirklich sehr interessant. Let's go! Also, das Auto hier ist einfach unschlagbar. Das ist die beste Position, die es überhaupt gibt. Deswegen bleibe ich hier und ich versuche jetzt mit Absicht zu verlieren, damit ich nicht den Granatwerfer bekomme. Hauptsache, man hat Spaß bei der Sache, ne? Das war knapp, Alter. Das war so knapp. Hit! Nein! Du hast mich an der Hand erwischt. Oh nee, warum habe ich in der Runde so ein Glück, ey? Alter. Nein. Jetzt kriege ich den scheiß Granatwerfer. Nee, die Pistole ist vorher dran. Warum? Weil die Pistole besser als der Granatwerfer ist. Gut gehabt. Also Freunde, Derek bekommt jetzt hier diese Gaspistole. Wir machen es voll und dann gehen wir rein in die nächste Runde. Alter, so ärgerlich, Mann, so unnötig. Das war einfach so ein Glückstreffer. Verdammt, ey. Wenn ich ihn jetzt besiege, dann bekomme ich den Granatenwerfer mit nur einem Schuss. Alter, Ey, seine Pistole, die hat auch so viel Power, die schießt so weit, ne? Ey. Meine Waffe hängt. Ich habe voll die Ladehemmung, ich sag's euch, ey. Was ist da los? Jetzt habe ich keine Ladehemmung mehr, glaube ich, ey. Ah, er hat Ladehemmung, glaube ich. Oh, sind die hart! Ah, verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss schnell nachladen. Nicht schnell. Wo ist der? Wo ist der hin, Alter? Ja! Nein, ich krieg den Granatenwerfer! Das war's wert! Das war's wert! Oh Mann, Freunde! Leider ging die Runde an mich. Das ist überhaupt nicht gut, denn ich bekomme jetzt den Granatenwerfer. Der hat einfach auch nur einen Schuss. Ja, und Alter, falls ihr die anderen Videos gesehen habt, das Ding ist jetzt nicht wirklich so geil. Ich glaube, das wird echt schwierig, Derek da zu treffen. Wir haben uns überlegt, dass der Granatwerfer noch zusätzlich eine Granate bekommt. Also hier eine Airsoft-Granate, damit der wenigstens überhaupt eine Chance hat. Also hat man dann quasi zwei Möglichkeiten, zwei Chancen, den Gegner zu eliminieren. Ich bin gespannt, was das wird. Let's go. Eins weiß ich, ich muss mit dem auf jeden Fall richtig nah dran. Sonst wird das nämlich überhaupt nichts, ey. Ich mach ihn jetzt einfach fertig. Stimmt, ich mach ihn einfach fertig. Kam keine Kugel raus. Ich würde am besten loslaufen. Oder? Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Seite ist jetzt auch nicht die beste, ne? Wo ist der hin überhaupt? Alter! Ich muss warten, bis er keine Chance mehr hat. Ah! Oh, voll der Headshot, ey. Ja, Mann. Der, du hast mich so auf den Kopf getroffen, Alter. Aua! Gut, Freunde, wir machen direkt die nächste Runde. Derek hat jetzt hier diese billige Shotgun und ich immer noch den Granatenwerfer. Ich wollte eigentlich warten, bis du keine Munition mehr hast. Ja, das war, habe ich mir schon gedacht. So, ich glaube, ich bleib einfach hier stehen. Hier kann ich auch gut abhauen, wenn er Granate wirft. Oh, ich habe keine Visiereinrichtung. Oh, die kommt schon weit. Oh, die schießt schief. Oh, die schießt richtig schief. Oh, die schießt so schief. Jo. Oh, war das knapp, Alter. Komm, ich werfe erstmal die Granate, oder? Ey, du hast mir ins Gesicht ge...
Nein, Mann! Alter, was war das denn? Ich habe schon wieder einfach einen Headshot kassiert. Das kann nicht sein. Das ist so schwierig, eigentlich den Kopf zu treffen. Derek bekommt jetzt die P99. Ich hänge immer noch am Granatenwerfer. Aber das ist nicht schlimm, denn... Ach nee, ich krieg dann ja erstmal die Shotgun danach. Ich hatte einen Denkfehler. Die Shotgun ist ja jetzt wieder frei. Ach, verdammt. Gehen wir einfach in die nächste Runde rein. So, Freunde, ich bin jetzt direkt hier vorgegangen, weil sonst wird das auf jeden Fall überhaupt nichts. Ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen durchs Loch zu gucken, damit ich sehe, wo der ist. Und ich sehe den auch. Johnny wird neue Strategie wahrscheinlich haben. Wo ist er überhaupt schon wieder? Bestimmt hat er ein Tonnending da. Ich gehe erstmal Deckung. Ich mach das jetzt mit der Granate, Alter. Ich sag's euch. Ja! Hit! Ah! Wow, ich kann es immer noch nicht glauben, dass das funktioniert hat, was ich da gemacht habe. Aber nun gut, ich kriege jetzt die Shotgun. Derek hat immer noch die P99. Ich bin gespannt. Let's go! Ey, die Shotgun, die schießt auch echt weit, Alter. Hätte ich niemals gedacht. Das Ding ist eigentlich so ein Billigteil, Alter. Fühlt sich auch übelst nach Plastik an. Ich weiß gar nicht, wo der ist, ey. Oh Gott. Ich komme nicht mal so weit. Nein, ich schaffe nicht mal die Hälfte der Strecke. Ich muss mich verschieben kurz. Hier bei den Reifen ist eigentlich auch ziemlich gefährlich, finde ich. Ich dachte, das wäre ein Treffer gewesen. Ey, verdammt. Ich habe auch nicht so viel, so ultra viel Munition. Oh! War das schlau, jetzt hier vorzukommen? Ja, vielleicht war das schlau. Soll ich einfach stürmen, Freunde? Was meint ihr? Das ist ja eigentlich geil, oder? Hab ich? Schieß doch noch rein, Junge. Ja, ich hab's nicht gehört, Alter. Ich hab's auch nicht gesehen. Ey, so witzig. Derek hatte einfach dieselbe Strategie wie ich. Der wollte auch stürmen, aber hat ganz kurz eine Ladeerhöhung gehabt. Habe ich Glück gehabt. Nächste Runde. Ich bekomme die blaue hier. Und danach gibt's nur die P22. Das bedeutet... es wird spannend. Oh, es ist sehr windig. Das ist, glaube ich, nicht so geil, dass windig ist. Ich gehe jetzt mal hier hin, Alter. Hier war ich noch nie. Aber hier kann sich ja fast gar nicht ducken. Ich muss mal gucken, wie gut die Pistole hier ist, ey. Nee, oder? Was ist das denn? Ich hab's gewusst. Junge! Junge! Ich hab dich! Ich hab ihn! Ich hab ihn mit der schlechtesten Pistole überhaupt, Alter! Oh. Ja, Mann, ich hab extra so ein bisschen vor dich geschossen und die Kugel ist auf so einen Bogen geflogen und gegen deinen Kopf, ey! Geil, Mann! Ja! Freunde, das bedeutet, ich hab die letzte Waffe freigeschaltet. Alter, und du musst dann noch die hier haben, ne? Nein! Nein. Die kleine P22, Alter. Ich bin so gespannt. Wir gehen vielleicht in die letzte Runde rein. Let's go! So, ich muss schön taktisch spielen, Alter. Ich muss sie einfach fertig machen. Das ist meine Chance auf den Sieg. Das letzte Gun Game hatte ja Derek gewonnen, unerwarteterweise. Also, ich muss mich anstrengen, Freunde. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Ich finde, die lässt sich so schwer spannen, ey. Oh ne, ich habe eine Ladehemmung, Alter. Es geht schon gut los. Oh, die ist doch nicht kaputt gewesen. Die Sicherung hier, Alter, was ist das für eine komische Sicherung? Naja, das ist gut. Ich war schon traurig, dass ich nicht platt machen kann. Ah, ich schieße viel zu hoch, Alter. Ich habe eine Idee, Alter. Wenn er gleich einmal geschossen hat, muss ich mich verschieben. Ja! Du hast ihn getroffen! Okay, Leute. Ich gehe jetzt auf High Ground. Thank you.
Ey, das war doch ein Treffer, Alter! Nein, das war nicht getroffen, aber ich habe den Wind gespürt am Ohr. Die ist echt dahin, ohne Scheiß, Mann. Ohne Witz, Alter. Ohne Scheiß, ich habe die auch an der Wand abprallen hören. Die ist einmal im Ohr vorbei, ich habe die zwischen hören, das war so knapp. Alter, das war einfach so brutal. Falls das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnier den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Airsoft-Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank, Derek, du warst heute ein echt guter Gegner. Es war wirklich sehr, sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Hier noch ein weiteres Airsoft-Video. Das kann ich euch ganz besonders empfehlen. Also, peace.